zählen doch eine Leute. Gleich sind die schwimmen gegangen. Nee, die dürfen ja. Man darf ja noch nicht mal in den Schwimmbad. Da muss man sich 3 Tage vorher anmelden, hat sich ja. Ja, ja. Denken wir uns den Rest voll. Tja. Mache ich noch so etwas falsch? Ne? Noch jemand, da siehst du. Bitte. Na siehst du. Es kommt immer ja, ich darf Sie bitten, meine sehr verehrten Damen und Herren, Platz zu nehmen. Wir fangen gleich an. Ich warte nur noch auf das Zeichen unseres Kameramanns, dass wir online live sind. Jetzt sind wir online live. Dann sage ich jetzt ganz, ganz herzlich willkommen an alle Freundinnen und Freunde der Literatur und des literarischen Salons der Friedrich-Ebert-Stiftung hier auf der Sommerbühne des Hauses Dacheröden. Und ich begrüße auch ganz herzlich all diejenigen, die jetzt an den Bildschirmen bei Caroline TV uns zuhören und diese Veranstaltung, die wir heute haben, heute Abend endlich, muss man sagen, auch mitverfolgen. Herzlich willkommen. Ja, ich bin eben schon angesprochen worden. Es ist schön, dass wir Wort gehalten haben, denn bei der letzten Veranstaltung des Literarischen Salons haben wir versprochen, dass wir im Jahr 2021 in Erfurt den Literarischen Salon fortsetzen wollen. Ich erinnere mich gerne an diese Veranstaltungen. Die waren ja alle, wer da gewesen ist, weiß das, die waren ja alle auch hybrid, wie man sagt, also mit etwas Publikum und online. Und wir haben damals tapfer durchgehalten. Und ich freue mich dennoch heute umso mehr, dass wir heute hier zusammen sein können, dass wir auch sogar ohne Masken hier sitzen können und unter freiem Himmel und sogar, dass der Wettergott uns heute noch gnädig war heute Abend, denn das sah ja heute den ganzen Tag gar nicht so aus. Ja, mein Name ist Irina Mohr. Für die, die mich nicht kennen. Ich arbeite bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Einige haben mich schon angesprochen. Ich habe bis Januar 2021 das Erfurter Büro geleitet, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Arbeite jetzt woanders, nämlich in Bonn. Aber ich bin seit 10 Jahren dem Literarischen Salon zutiefst verbunden und habe mich dann natürlich auch sehr gefreut, als die Kolleginnen und Kollegen mir angeboten haben, heute diesen Literarischen Salon einzuleiten und zu begrüßen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr über diese neuerliche Kooperation mit dem Erfurter Haus Dacheröden, Erfurter Herbstlese e.V. im Haus Dacheröden, muss es genau heißen. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich auch Monika Rettig dafür, die unseren Büchertisch heute auch hinten hat. Wenn Sie Lust haben, all das, was Sie hören, auch nochmal nachzulesen, können Sie mit Monika Rettig sprechen und auch die Bücher hier erstehen. Natürlich, alle, die online zuschauen, müssen sich dann irgendwie an uns wenden und oder an eine Buchhandlung ihrer Wahl und können das auch tun. Im letzten Jahr hatten wir unter dem Titel Die vergessenen Schriftstellerinnen der DDR hatten wir die Frauen. Wir haben uns über Brigitte Reimann, Inge Müller, Christa Wolf und Sarah Kirsch ausgetauscht im Literarischen Salon und wir haben diesmal die Männer. Nun werden Sie natürlich sagen, was? Nein, auf der Einladung ist aber auch noch eine Frau, nämlich Elke Erb. Und tatsächlich machen wir 2 Abende jetzt und haben heute 2 Schriftsteller und Lyriker, nämlich Peter Huchel und Stefan Hermlin. Und beim nächsten Mal setzen wir fort mit Günter de Bruijn und Elke Erb. Kehren also dann nochmal zurück zum weiblichen Teil der Schriftstellerinnen und Lyrikerinnen der DDR und natürlich darüber hinaus, denn wir wissen ja alle, dass Elke Erb auch noch lange Zeit mit uns in dem neuen vereinten Deutschland lebte. Ich habe mir angeschaut heute Peter Huchel und Stefan Hermlin in Vorbereitung und beide sind eigentlich, wenn man so sagen darf, haben sich immer an dieser DDR gerieben. Peter Huchel
1903 geboren, der schon frühzeitig Lyrik veröffentlicht hat und natürlich als auch einer anderen Generation und einer anderen Herkunft her im Krieg noch war, auch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, der dann in der DDR die Zeitschrift Sinn und Form zu großer Blüte gebracht hat, anerkannt international von allen Seiten, hat er diese Zeitschrift renommiert, also zum Renommee gebracht und hohe Anerkennung genossen und ist aber aufgrund seiner undogmatischen Haltungen und seiner undogmatischen Herangehensweise gerade an diese Zeitschrift auch dann von der Führung der DDR sehr stark eingegrenzt und auch verfolgt worden, so muss man das sagen, wir werden davon hören. Er ist also 1971 dann nach langer Isolation nach West-Berlin gewechselt, ich glaube es war West-Berlin, nicht Westdeutschland nach Staufen und hat dann bis 1981 dort noch gelebt. Stefan Hermlin, Geburtsjahr 2015, Sohn jüdischer Familie, ist emigriert während der Kriegszeit und ist in der DDR dann zu großer Anerkennung gelangt und er hat sich zeitlang seines Lebens als Kommunist bezeichnet. Und von ihm stammt ja auch dieses Zitat auf unserer heutigen Einladung, dass er einer Generation angehöre, deren Hoffnungen zusammengebrochen sind. Aber auch er hat sich gerieben. Und er hat zum Beispiel, und das ist ja einer der Wegmarken, einer der Wendepunkte der DDR-Literaturgeschichte auch, die öffentliche Erklärung bei der Ausweisung von Wolf Biermann als einer der ersten unterzeichnet. Er hatte also immer eine Haltung zur DDR, die aus Reibung und trotzdem aus dafür einstehen und auch etwas Kämpferisches hatte. Und in diesem Zusammenhang mit Wolf Biermann, wir werden es auch gleich hören, treffen sich die beiden dann auch. Sie haben sich natürlich auch sonst getroffen. Denn Wolf Biermann hat sein berühmtes Gedicht, die Ermutigung, du lass dich nicht verhärten, wir hören es gleich, Peter Huchel gewidmet. Und da haben wir dann wieder die Verbindung und haben heute einen Brückenschlag in diese Zeit und zwischen diesen beiden Lyrikern und Schriftstellern. Ich freue mich heute sehr, wiederum Franziska Bronnen und Lutz Götze begrüßen zu dürfen, unsere beiden Vortragenden. Lutz Götze zeichnet wieder verantwortlich für die Analyse, für die Texte, für die Kontexte und Franziska Bronnen für die Texte. Wir kennen alle Lutz Götzes glasklare Analyse, die immer wieder gekennzeichnet ist von seiner Leidenschaft. Und das ist eine Mischung, die man nirgendwo anders findet als bei Lutz Götze. Willkommen. Und Franziska Bronnen, die mit ihrer magischen Stimme genau diese Leidenschaft aus den Texten hervorholt und uns darbietet. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich immer, Sie zu hören. Willkommen, Franziska Bronnen. Ja, dann wünsche ich einen wunderbaren Abend mit viel Erhellung, einen Rückblick in diese Zeit und natürlich auch die Frage, was hat das heute alles mit uns zu tun, wenn wir uns vergewissern dieser Zeit? Und ich habe dann gedacht, ja, dieses Wolf-Biermann-Gedicht, lass dich nicht entmutigen, die Ermutigung, die brauchen wir auch in diesen Zeiten. Und ich glaube auch, wir brauchen die Vergewisserung über unsere Geschichte nach wie vor. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Veranstaltung haben. Ich möchte auch noch mal ganz herzlich Thorsten Hallbauer danken, der sie vorbereitet hat mit Franziska Schmidtke zusammen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, ich denke, wir können jetzt uns freuen auf einen Abend, der uns ermutigen wird. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von uns ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass wir wieder bei Ihnen sind und in Erfurt, in Ihrer schönen Stadt. Und der Himmel spielt ja auch mit, nach so langer Zeit endlich wieder Kultur, endlich wieder Literatur. Ich glaube, es geht Ihnen so ähnlich wie uns, wir haben gedarbt. Ja, und jetzt können wir endlich mal wieder loslegen. Und hoffentlich bleibt es über den Sommer und auch trotz einer eventuellen vierten Welle im Herbst zum nächsten Abend, Elke Erb und Günter de Bruijn,
dann wieder hier. Das wäre sehr, sehr schön und nach so langer Zeit der Trockenheit. Ja, herzlich willkommen und dann medias in res. Wolf Biermann, Ermutigung, Peter Huchel gewidmet. Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen. Die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Du, lass dich nicht verbittern in dieser bittern Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Wolf Biermann hatte sein Lied Ermutigung Peter Huchel gewidmet. Es entstand im Jahre 1966. Der Liedermacher, also Biermann, wie der Lyriker Huchel, hatten Publikationsverbot in der DDR, lebten von materieller und psychologischer Unterstützung durch Freunde in beiden Deutschland und wurden von der Stasi observiert. Biermann meint aber wohl jeden von ihnen, Huchel und sich selbst auch. Darüber hinaus noch viele andere, die unter der Zensur litten. Dennoch oder gerade deshalb Ermutigung. Schon Brecht hatte darauf hingewiesen, auch die Ermutiger brauchen Ermutigung. Durchhalten in schwerer Zeit, so lautet hier die Parole. Peter Huchel hatte seine damalige Situation im Gedicht Winterpsalm aus dem Band Chausseen, es liegt aus dort, vorgelegt, 1963 geschildert. Gewidmet ist dieses große Gedicht Winterpsalm dem Freund Hans Meyer, meinem akademischen Lehrer in jenen Tagen und Monaten in Leipzig. Winterpsalm. Da ich ging bei träger Kälte des Himmels und ging hinab die Straße zum Fluss, sah ich die Mulde im Schnee, wo nachts der Wind mit flacher Schulter gelegen. Seine gebrechliche Stimme in den erstarrten Ästen oben stieß sich am Trugbild weißer Luft. Alles Verscharrte blickt mich an. Soll ich es heben aus dem Staub und zeigen dem Richter? Ich schweige. Ich will nicht Zeuge sein. Sein Flüstern erlosch, von keiner Flamme genährt. Wohin du stürzt, o Seele, nicht weiß es die Nacht, denn da ist nichts als vieler Wesen stumme Angst. Der Zeuge tritt hervor. Es ist das Licht. Ich stand auf der Brücke, allein vor der trägen Kälte des Himmels. Atmet noch schwach durch die Kehle des Schilfrohrs der vereiste Fluss? Der Fluss vereist. Keine Hoffnung auf einen Frühling, wie sonst oft in Wintergedichten, zumal in der deutschen Romantik. Am Ende steht eine Frage, die eine Öffnung bedeutet. Ob zum Leben hin oder zur tödlichen Verstummung, wird hier nicht ausgemacht. Ein Psalm ohne Glaube, eine Anrufung eines Höheren. Dazu einer, der nicht Zeuge sein will, obwohl er Erloschenes, also Totes, wahrgenommen hat. Der vereiste Fluss beim Schilfrohr atmet noch. Möglicherweise, sicher ist es nicht. Das Leben ist erstorben, die Vernunft hat keinen Platz. Eiszeit. In seiner Gedenkrede auf den Freund Hans-Henny Jahn, gehalten am 18. Dezember 1959 in der Berliner Akademie der Künste, hat Huchel Brecht zitierend bekannt. Tatsächlich kann das menschliche Denkvermögen in erstaunlicher Weise beschädigt werden. Dies gilt für die Vernunft der Einzelnen wie der ganzer Klassen und Völker. Was Wunder, dass die Staatsmacht einem Dichter, der derartiges schrieb und dem die eingeforderte Fortschrittsgläubigkeit nicht über die Lippen kam, zutiefst misstraute. Als Chefredakteur von Sinn und Form hatte sie ihn bereits 1962 abgesetzt. Nun sollte er endgültig mundtot gemacht werden, davon später. Zunächst zu den frühen Werken. Peter Huchel als Helmut Huchel, 1903 in Lichterfelde geboren, studierte in den 20er Jahren in Berlin Literaturwissenschaft und Philosophie, reiste später nach Frankreich, auf den Balkan und in die Türkei. 1931 schloss er Freundschaft mit Ernst Bloch und Alfred Kantorowicz, ließ sich im gleichen Jahr in der Berliner Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz in Schöneberg nieder. Seine frühen Gedichte jener Jahre, also als 20-Jähriger, sind geprägt von der märkischen Landschaft.
Ich halte ihn deshalb für den einzigen wirklichen Nachfolger des Naturlyrikers Wilhelm Lehmann, obwohl Huchel das nie akzeptieren wollte. Hier sind drei Gedichte aus frühen Tagen. September. Wenn in den Furchen gesenzten Ackers der Pflug im Kielwasser alter Jahre zieht, der Wetzstein dengelt, die letzte Sense geht ins Grillenlied, pickt das Geschwelb im Dotter der Sonne und spinnt sich die Haare des weißen Sommers ins Schreien der Schnäbel, springt in Lupinen klein der Wind, dröhnen die Himmel hohl und gelb. Die Lerchen schleifen ihren Gesang am Rand der weißen Luft. Mondballade. Spätem Monde zugeflogen, über Fluss und Herbstgemach, schwebte in gestirntem Bogen uns die Möwe Wolke nach. Müder Mond von Traurigkeiten, Muschel, Monden, wolkig, Stern. Alles war in unserem Schreiten und du schrittest tief und fern. Wo im Schilf die Sterne landen, Mond im blauen Abendsee, da sich unsere Augen fanden, wie erschrakst du, scheues Reh. Fiel der Schlaf von unseren Füßen, Blume, Mond aus deinem Haar. Ehe wir Mond und Wolke ließen, brach in deinen Gang Gefahr. Schritt ich, Tiger, auf der Fährte nach dir, junges, blondes Reh. Aber du, die Nachtbescherte, flohst in Birke, Gras und See. Bis das Wort, das nicht erlöste, starb, von vieler Nacht schon schwer, bis dein Leib, der sanft entblößte, vor mir lag wie Mond im Meer. Als sich Stirn und Hang beschwerten, blühte Mond keusch über dir, über Fluss, Gewölk und Gärten. Mond, du weißes, nacktes Tier. Der Herbst. Der Sommer starb im Flug der Schwalben, die morschen Stoppeln im Gefild. Nun hat der Herbst in braunes Falben die blaue Landschaft eingehüllt. Wind wühlet in des Waldes Mähne, die herbstlich sanft am Abend lehnt. Dann zerrt er Stamm und Wurzelsehne, das Laub gilbt nieder, Regen strähnt. Der Mond schwimmt in die Wolkenwiese, Gebüsch gespenstert, weiß beflockt. Am Graben hockt ein Nebelriese, im Schilf ein später Vogel lockt. In welche Landschaft nun enteilen, o kahler Glanz, o falbe Pracht, wo über die verlaubten Meilen der Hirt die Herde treibt zur Nacht? Wie wirst du dich nun bald versehnen nach grünem Wald und Sommerfest? Denn des Holunders schwarze Tränen bären schon traurig vom Geäst. Deutlich wird bereits in diesen frühen Gedichten die Klarheit, freilich auch die Strenge der Sprache, die keine Verschwemelung duldet, zugleich aber kühne Metaphern bietet. Nebelriese, Blume Mond, im Dotter der Sonne. Faszinierende Bilder. Ein unverwechselbarer Poet kündigt sich an. Schon früh gelenkt von Ernst Bloch, beschäftigt er sich mit dem Marxismus. Hegt Sympathien für die Bauernknechte und Kuhmägde des brandenburgischen Landes, überhaupt für alle Entrechteten. In den Gedichten wird dies freilich, wenn überhaupt, nur poetisch vermittelt. Aber es ist seine Waffe, die Poesie. Agitprop-Gedichte sind nicht Huchels Sache. Aber auch nicht eine elitäre Sicht auf die Kunst und einen Künstler, der realitätsfern seine Verse schmiedet. Ernst Jünger war ihm nie nahe. Huchel bekennt: Wenn sich der Dichter mit der Sprache der Arbeit, der Arbeitsvorgänge, das heißt mit der Sprache des Volkes beschäftigt, wenn er diese nicht poetisch verbrämt, wohl aber zu seiner eigenen Sprache werden lässt,
so wird er im Gedicht ganz neue Wege gehen können. Ein klares Programm. Zugleich dichtete er freilich auch konservativ, regelmäßiges Versmaß, Reim, Alliteration. 33 geht er nicht in die Emigration, schrieb Hörspiele für den Reichssender Berlin, auch weiter Naturlyrik. Er bietete sich nicht bei den Nazi-Machthabern an. Freilich wäre es auch verfehlt, ihn einen Widerstandskämpfer zu nennen. Er schrieb für Freunde, nie für die Reichsschrifttumskammer des Gottfried Benn. Er schrieb für Freunde, nie für die Reichsschrifttumskammer. Kein einziges Gedicht gab er in den 12 Jahren der Nazi-Diktatur heraus. Nach außen verstummte er, innere Emigration. Dies war seine Art, dem Unrecht zu begegnen. Die meisten Gedichte jener Jahre sind während des Krieges verbrannt worden. Wenius nur blieb erhalten. Doch das wohl bedeutendste Gedicht dieser Epoche entstanden in 4 Schritten zwischen 1927 und 1947, also auch während der ganzen Nazi-Zeit, zeigt einen Dichter, der weiß, dass die heulende Rotte vergehen wird, wie er schreibt, und der ein besseres Morgen ahnt. Der Geist, so hofft er, wird am Ende triumphieren. Das Gedicht erschien 1948 und heißt Deutschland. Späteste Söhne, rühmet euch nicht. Einsame Söhne, hütet das Licht, dass es von euch in Zeiten noch heißt, dass nicht klirret die Kette, die gleist, leise umschmiedet, Söhne, den Geist. Welt der Wölfe, Welt der Ratten, Blut und Aas am kalten Herde. Aber noch streifen die Schatten, die toten Götter, die Erde. Göttlich bleibt der Mensch und versöhnt, und sein Atem wird frei wieder wehen. Wenn auch die heulende Rotte höhnt, sie wird vergehen. Einsamer Wald, einsamer Späher, der sich die Zweige zur Hütte bog, wartend, bis wieder der Eichelhäher lärmend über die Lichtung flog, harrst du im Dickicht, verborgen noch immer, schauend entrückt, von Stimmen umweht. Spinnen weben den düsteren Schimmer, wo deine Hütte verlassen steht. Da du noch schirmtest, laubige Helle, eine im Geiste verbrüderte Schar, schöpften nicht Völker aus deiner Quelle, als sie noch dämmerigen Goldes war? Trübes Gewässer im Röhricht versunken, Irrlicht flackert über das Moor, Nacht umhangen, vom Winde trunken, lauert der Mörder dunkel am Tor. Ödester Wald, verkrüppelt und schütter, Höhle des Nebels, der Regen rinnt. Sind es die Tränen der toten Mütter? Klagt der Erschlagene nachts im Wind? Manchmal nur blüht es aus scheuem Grunde, leuchtende Ader im dumpfen Gestein. Raunender Wald mit tröstendem Munde, aber es spinnt dich das Finstere ein. Noch nistet Traum bei Spuk. Die Schuld blieb groß im Haus. Wer trinkt den Rest im Krug die bittere Neige aus? Am Herd der Schatten sitzt, der sich an Asche wärmt. Die Tür klafft, blutbespritzt, die Schwelle ist verhärmt. Noch baut ihr auf Verrat, hüllt euch in Zwielicht ein. Wer gibt das Korn zur Saat? Die Hungerharke klirrt am Stein. 1941 wird Tuchel zur Luftwaffe eingezogen, geriet 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft und kehrte noch im gleichen Jahr zurück. Warum er sich nach der Rückkehr aus der Sowjetunion entschloss, in die Mark Brandenburg und nicht in den Westen, wie viele andere auch, zu gehen, blieb er im Dunkeln. Dabei spielte sicher die geistige Nähe zur Landschaft von Kindheit und Jugend, eben die Mark Brandenburg, eine Rolle. Daneben die Bindung an das elterliche Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam, auch wohl die Nähe zu den Bauern und der Landbevölkerung überhaupt. Schließlich mag seine frühe Beschäftigung mit revolutionären Ideen als Grund
die als entscheidend gewesen sein. Vermuten darf man jedoch darüber hinaus als Grund die alsbaldige Berufung zum Sendeleiter des Berliner Rundfunks. Übrigens mit Zustimmung der sowjetischen Kulturoffiziere, die einen parteilosen und kein SED-Mitglied auf dieser Stelle wünschten. Johannes Herr Becher, nachmaliger Kulturminister, förderte Huchel von Anfang an. Das lyrische Talent war ihm nicht entgangen. Peter Huchel beschreibt die Situation im Gedicht Die Sternenreuse, 1967, später entstanden. Heimkehr. Unter der schwindenden Sichel des Mondes kehrte ich heim und sah das Dorf im wässrigen Dunst der Gräber und Wiesen. Soll ich wie Schatten zerrissener Mauern hausen im Schutt, das Tote betrauern? Soll ich die schwarze Schote enthülsen, die am Zaun der Sommer vergaß? Sammeln den Hafer, rissig und falb, den ein eisiger Regen zerfraß? Fauliger Halm auf fauligem Felde. Niemand brachte die Ernte ein. Nessel wuchert, Schierling und Melde. Hungerblume umklammert den Stein. Aber am Morgen, es dämmerte kalt, als noch der Reif die Quelle des Lichts überfror, kam eine Frau aus wendischem Wald, suchend das Vieh, das Dürre, das sich im Dickicht verlor, ging sie den rissigen Pfad. Sah sie schon Schwalbe und Saat? Hämmernd schlug sie den Rost vom Pflug. Da war es die Mutter der Frühe unter dem alten Himmel, die Mutter der Völker. Sie ging durch Nebel und Wind. Pflügend den steinigen Acker trieb sie das schwarzgefleckte, sichelhörnige Rind. Wenn man Gedichte jener Zeit vergleicht mit anderen, die zumal die in Westdeutschland entstanden sind, Günter Eich etwa, der die Kahlschlagliteratur, also die Verkürzung auf das unmittelbar Notwendige, Weglassen von Metaphern, Weglassen von poetischen Gestaltungen und so weiter, so ist das bei Huchel genau umgekehrt. Er will Farben, er will Poesie, er will Adjektive, er will prägen, wie durch Sprache die Landschaft geformt wird und sich wieder neu bildet und daraus neue Ideen, neue Gedanken entstehen. Der am Schluss des vorgetragenen Gedichtes wird deutlich die Unentschiedenheit des Fragenden. Wie soll es weitergehen? Was soll ich hier machen? Niemand brachte die Ernte ein, heißt es. Doch dann zu Beginn der dritten Strophe keimt Hoffnung auf. Wir haben es gehört. Eine wendische Bäuerin erscheint, sucht das Vieh, bereitet den Pflug vor, pflügt schließlich den steinigen Acker, treibt das Rind an. Neues Leben ist möglich. Die Saat wird aufgehen, wird Frucht bringen. Grund also, hier zu bleiben, im wendischen Land, in der Mark Brandenburg und mitzuhelfen. So viel Anfang war nie. Verlassen wir nun für einige Augenblicke den Werdegang des Lyrikers Peter Huchel und wenden uns seiner literaturkritischen Tätigkeit zu. Es war bereits, Irina hat es angesprochen, die Rede von dieser bedeutenden Zeitschrift Sinn und Form. Jene ohne Zweifel bedeutendste literarische Zeitschrift der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in beiden Teilen Deutschlands. Das wurde nahtlos auch in Westdeutschland anerkannt. Sinn und Form, wer dort publizierte, das war die Crème. Alle Großen, die dort erscheinen durften, erschienen da. Manche hat der gestrenge Chefredakteur Huchel dann nicht so geschätzt und auch nicht gedruckt. Zum Beispiel Alexander Abusch, den nachmaligen Kultusminister nach Johannes R. Becher, der hat einen Essay vorgelegt und darin unter anderem von einem britischen Lord gesprochen. Da sagte der Herr Huchel und schrieb es in ohne den britischen hätte ich sie gedruckt, aber so geht das nicht. Es gibt Lords nur in diesem Land. Das ist nur eine der Sachen. Ja, begründet von Johannes R. Becher und Paul Wiegler, Sinn und Form wurde Huchel auf Bitten Bechers bereits mit Erscheinen der ersten Nummer ihr Chefredakteur und blieb es bis zu seinem von der SED erzwungenen Rücktritt 1962, ich sprach davon. Huchel deutet in einem Gespräch mit der Wochenzeitschrift Die Zeit seine Ziele an, die er mit Sinn und Form verfolgte. Ich wollte eigentlich gar nichts.
Ich war damals Sendeleiter des Berliner Rundfunks und Becher wollte mich zum Chefredakteur machen. Die sowjetischen Kulturoffiziere legten Wert darauf, einen leitenden Mann zu haben, der nicht in der Partei war. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, aber Becher ließ nicht von mir ab. Er wollte die Zeitschrift zunächst Maß und Wert nennen. So hieß eine Zeitschrift, die Thomas Mann in der Schweizer Emigration herausgegeben hatte. Aber Mann überließ uns den Titel nicht und Becher taufte die Zeitschrift schließlich Sinn und Form. Man muss Thomas Mann eigentlich dankbar sein. Der Titel ist natürlich ziemlich besser und gelungener als Maß und Wert. Wie schön, dass Thomas Mann so insistierte, dass seine Zeitschrift aus der Emigration jetzt nicht eine Neuauflage Sinn und Form ist natürlich zehnmal schöner und den Inhalt dessen, was er wollte, prägender als Maß und Wert. Maß und Wert, das kann auch ein Banker aussprechen oder so etwas. Bereits die erste Nummer, ein Bertolt Brecht gewidmetes Sonderheft, setzte Maßstäbe höchster Literatur- und kulturkritischen Ansprüche. Erstmals erschienen Texte wie Kleines Organon für das Theater von Brecht und der Kaukasische Kreidekreis, daneben Essays von Hans Meyer, meinem Chef, und anderen. Bertolt Brecht bedankte sich bei Huchel mit den Worten: Es ist eigentlich die erste Publikation, die mich mit den Deutschen zusammenbringt, meine eigenen Bemühungen abgerechnet. Ich bewundere diese geistreiche und planmäßige Kontribution zum Aufbau und Umbau. Ihre Ansicht, dass dieser im Großen gemacht werden muss, nach einem breiten Plan und durch eine allgemeine Entfaltung der Produktivität im Materiellen und Formalen, tritt überall hin deutlich und erfrischend zutage. Ich glaube, ich kenne das gesamte Werk von Bert Brecht sehr genau. So hat er nie wieder einen gelobt. Diese Worte kamen ihm nie mehr über die Lippen. Die Liste der Autorinnen und Autoren der folgenden Hefte von Sinn und Form lesen sich wie der Gotha der deutschen und europäischen Intellektualität. Walter Benjamin, Georg Lukács, Bloch, Adorno, Romain Rolland, Gabriel García Lorca, Thomas und Heinrich Mann, Wladimir Majakowski, Pablo Neruda, Bobrowski, Jevtuschenko und andere. Doch auch die Förderung der jungen Generation lag Huchel am Herzen. Erstmalig erschienen ja Gedichte und Texte von Ilse Eichinger, Paul Celan, Horst Bienek, Heiner Kippert, Helmut Heißenbüttel und Hans Magnus Enzensberger. Der wohl der Einzige ist noch unter den Lebenden von allen, die ich vorgetragen habe. 92 Jahre, meine ich noch. Übrigens, in Parenthese, von Enzensberger ist gerade bei Surkamp oder vor wenigen Monaten ein Band erschienen, Fallobst 1, 2, 3, Aphorismen. Das sind Petitessen, aber die haben es in sich. Das empfehle ich Ihnen jedem zur Lektüre. Gedanken über die Zeit, die er jetzt, wie er, der alte Mann am Englischen Garten in München, die Zeit beobachtet. Über Medien, über Gendern in der Sprache und über... Also er sagt zu allem etwas und manches, sehr viel, hat wirklich Gewicht, muss ich schon sagen. Also ich werde ihm dafür sehr herzlich danken. Huchel Ziel war es, mit einer außerordentlich anspruchsvollen literarischen Zeitschrift dem neuen und friedlichen Deutschland zu dienen, sowie Brücken zwischen den verfeindeten ideologischen Lagern in Ost und West zu bauen. Für ihn galt nur das geistige Niveau des Beitrags. Egal von welchem Autor. Dogmatisch und lehrformelhafte Artikel wies er gelegentlich brüsk zurück. Ich erinnere an Alexander Abusch. Er wollte den Deutschen Ost und West wieder den Weg zur Weltliteratur öffnen, dabei humanistisches Gedankengut, Toleranz und Verstehen des Fremden fördern. Das provozierte freilich nicht nur das Zentralkomitee der SED. Alsbald geriet er deshalb zwischen alle Schützengräben. In der DDR wurde er des Formalismus und des Abweichens von der Parteilinie verdächtigt. Im Westdeutschland war es übrigens häufig genauso. Die Bitterfelder Konferenz von 1959 verurteilte vehement die Zeitschrift wie den Chefredakteur selbst, der nach Brechts Tod 1956 und Bechers 1958 seine einflussreichsten Förderer verloren hatte. Chefideologe Kurt Hager nannte die Dinge im Sinne der Parteiprogrammatik beim Namen. In dem Bestreben, eine gesamtdeutsche Zeitschrift zu sein, eine Zeitschrift, die auch in Westdeutschland gefällt, eine Brücke zwischen Ost und West, wich die Zeitschrift, der man ein hohes literarisches Niveau zugestehen muss, jahrelang sorgfältig einer entscheidenden Parteinahme für die sozialistische Entwicklung der DDR aus.
Willy Bredel, Präsident der Ostberliner Akademie der Künste, schlug 1962 einen Kompromiss vor. Huchel sollte als untergeordneter zweiter Chefredakteur mit Bodo Uhse die Zeitschrift weiter leiten. Huchel lehnte ab, er empfand Uhse als Kontrolleur. Bredel gab daraufhin folgende Erklärung ab. Der bisherige Chefredakteur Peter Huchel scheidet auf eigenen Wunsch mit Jahresende aus. Das Präsidium der Deutschen Akademie der Künste stellt dazu fest, die Zeitschrift Sinn und Form wird nach wie vor in gleicher Auflagenhöhe und im gleichen Umfang erscheinen und mit dem gleichen literarischen Niveau. Was sich allerdings verändern wird, ist die Konzeption der Zeitschrift, wie das Plenum der Deutschen Akademie der Künste am 30. Mai einstimmig beschlossen hat. Ehrlicherweise hätte Bredel mitteilen müssen, dass er und andere Akademiemitglieder Peter Huchels Konzeption entschieden missbilligten und als Verrat am Klassenkampf begriffen. Im letzten, von ihm redigierten Heft brachte Huchel noch den großen Essay von Bertolt Brecht »Rede über die Widerstandskraft der Vernunft« aus dem Jahr 1936 aus dem Exil heraus, von dem wir eingangs bereits eine Passage hörten. Der Text lautet so. Angesichts der überaus strengen Maßnahmen, die in den faschistischen Staaten gegenwärtig gegen die Vernunft ergriffen werden, dieser ebenso methodischen wie gewalttätigen Maßnahmen, ist es erlaubt zu fragen, ob die menschliche Vernunft diesem gewaltigen Ansturm überhaupt wird widerstehen können. Mit so allgemein gehaltenen optimistischen Beteuerungen wie »Am Ende siegt immer die Vernunft« oder »Der Geist entfaltete sich nie freier, als wenn ihm Gewalt angetan wird«, ist hier natürlich nichts getan. Tatsächlich kann das menschliche Denkvermögen in erstaunlicher Weise beschädigt werden. Dies gilt für die Vernunft der Einzelnen wie der ganzer Klassen und Völker. Die Geschichte des menschlichen Denkvermögens weist große Perioden teilweiser oder völliger Unfruchtbarkeit, Beispiele erschreckender Rückbildungen und Verkümmerungen auf. Ein erschreckend klarsichtiger Text, der heute genauso gilt wie damals im Exil, als Brecht ihn geschrieben hat. Allein der Satz, der Geist blüht nur da, wo er eingepfercht wird, ist zynisch. Alles das stimmt nicht. Und Brecht hat völlig recht, wenn er sagt, wir schauen in die Geschichte und sehen Epochen vollkommener Unfruchtbarkeit oder eben heute würden wir auch vielleicht hinzufügen Oberflächlichkeit, etwa beim Gendern. Entschuldigen Sie diesen, das ist nur ein Aspekt. Brecht hat 36 sehr weit vorausgeschaut, der Text ist fast 100 Jahre alt. Erstaunlich, aktuell. Man verstand damals sehr gut, ich glaube auch heute, wen Huchel mit diesen Leuten mit diesen Ausführungen meinte. Die Zeitschrift Sinn und Form gibt es glücklicherweise noch heute. 1999 brachte der Chefredakteur Sebastian Kleinschmidt einen Gedenkband über 50 Jahre des Bestehens dieser Zeitschrift heraus, eine höchst lesenswerte Edition, die freilich möglicherweise ungewollt auch zeigt, dass das Niveau, das die Zeitschrift zu Huchel-Zeiten nie wieder erreicht wurde. Ich mache jetzt einen Einschub, eine Parenthese. Ich hatte ja die Literaturliste liegt Ihnen aus und ich war eigentlich erschüttert, muss ich sagen, dass Werke von Huchel wie von Hermlin aus den 50er und 60er Jahren im Aufbauverlag Ostberlin wie Wagenbach Verlag Westberlin erschienen und hinterher vor allen Dingen bei Wagenbach nach dem Fall der Mauer samt und sonders vergriffen sind. Nach 50 Jahren ist es schon verramscht. Wir sind wohl keine Buchkultur mehr. Einige waren, danke Ihnen, haben Sie ja doch noch besorgen können. Alle anderen können Sie vielleicht noch antiquarisch irgendwo auftreiben, wenn Sie entsprechend wühlen oder bei Amazon oder so. Ja, es ist dieses Niveau von Huchel war damals einmalig. Westdeutsche Zeitschriften, Merkur oder was auch immer, Europäischer Geist und so weiter, haben das nie erreicht. Ein Text mag Weite, Vielfalt, aber auch Tragik dieses halben Jahrhunderts literarischer Produktion dokumentieren, nämlich Johannes R. Bechers Text Selbstzensur über sein Verhältnis zum Kommunismus und zu Stalin, die Tragödie des Sozialismus und seine eigenen, Bechers eigenen Verstrickungen und Denkfehler. Geschrieben 1956, von Becher selbst gekürzt 1957, erschienen im Heft 388 von Sinn und Form. 1988, Becher hat es für die Schublade geschrieben. 30 Jahre nach dem Tode des Dichters. Hier, Becher. Selbstzensur.
so ist in mir nun der Konflikt offen ausgebrochen, in dem ich mich nur wenigen Menschen erkennbar jahrelang verzehrte. Ich muss nicht mehr schweigen. Ich brauche nicht das Gefühl zu haben, weiterhin mitschuldig zu werden dadurch, dass ich schweige. Es gilt, nur noch die Sprache zu finden, um all das Ungeheuerliche beredt zu machen und wieder gut zu machen, was ich durch Schweigen mitverschuldet habe. Durch mir aufgezwungenes Schweigen, darauf kann ich mich nicht herausreden, denn ich habe mich zu wenig ernsthaft bemüht, dieses Schweigen zu durchbrechen. Ein Werk wartet meiner, das nun zu vollbringen ist, soll ich nicht weiter Schuld auf mich laden und mich als erbärmlicher Schuldner ohne jene unendliche Schuldenlast wenigstens zu einem winzigen Teil abzuzahlen, durch irgendeine Hintertür aus dem Leben hinauszuschwindeln. Diesen Mann, gemeint ist Stalin, habe ich damals verehrt wie keinen unter den Lebenden. Diese Verehrung hat sich in meiner Poesie ausgedrückt und zahlreiche Dichtungen geben Auskunft, was ich an ihm geliebt und bewundert habe und wie tief diese großartige Erscheinung mich beeindruckt hat. Der Grundirrtum meines Lebens bestand in der Annahme, dass der Sozialismus die menschlichen Tragödien beende und das Ende der menschlichen Tragik selber bedeute. Das Gegenteil aber, wie sich gezeigt hat, ist der Fall. Es ist so, als habe mit dem Sozialismus die menschliche Tragödie in einer neuen Form ihren Anfang genommen, in einer neuen, ganz und gar bisher ungeahnten und von uns noch nicht übersehbaren. Der Sozialismus hat erst die menschliche Tragik in Freiheit gesetzt. In ihm hat sich die Tragödie gleichsam selbst überstiegen und übersteigert und kündet uns nicht eine frohe Zukunft, sondern ein Zeitalter an, dessen tragischer Gehalt mit keinem der vorhergehenden vergleichbar ist. Wer vom Sozialismus träumt und schwärmt als von einem Erdenparadies und einem Glück für alle, wird furchtbar belehrt werden in dem Sinne, dass die sozialistische Ordnung ganze Menschen hervorbringt, die aufs Ganze gehen, wenn auch nicht unter Anwendung der barbarischen Mittel der Vorzeit, aber auch diese bleiben noch eine Zeit lang im Gebrauch, wie es gerade in letzter Zeit bewiesen wurde, und dadurch, dass sich ihrer Sozialisten bedienten, übertreffen sie in ihrer Barbarei noch die vordem Gebräuchlichen. Ich bestreite auf das Entschiedenste, dass man gegen Schriftsteller den Vorwurf mangelnder Volksverbundenheit erheben darf, ohne dazu die mindeste Legitimation zu besitzen. Man wirft diesen Schriftstellern vor, sie würden flüchten, aber zweifellos ist es ehrenhafter, in ein beredtes Schweigen zu flüchten, als sich in die Flucht zu begeben nach vorn, wo nur der seinen Platz hat, der Bestellungen empfängt und das Bestellte pünktlich und wie gewünscht abliefert. Erschienen 1988, also im Jahr vor dem Fall der Mauer. Als wir in Leipzig Germanistik studierten in den 60er Jahren, kannten wir den Text natürlich nicht. Einige kannten ihn, aber er war tabu. Dann hätte man wahrscheinlich ganz anders diskutiert, wenn man hätte diskutieren können. Und gerade die letzten Passagen hätten Peter Huchel, wenn er sie denn gekannt hätte, ungemein ergriffen. Er hätte sich von einem, den er zugleich schätzte wie ablehnte, also Becher, den großen expressionistischen Lyriker einerseits und den DDR-Kulturminister andererseits verstanden gefühlt. Die frühen Ehrungen, Nationalpreis der DDR, Fontane-Preis der DDR und so weiter, den Westberliner Fontane-Preis durfte er nicht annehmen, er durfte nicht hinreisen, ebenso nicht den großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen, haben ihm im Grunde wenig bedeutet. Huchel lebt unter den wachsamen Augen des Staatssicherheitsdienstes und unter entwürdigenden Bedingungen. Materielle Not und Zerstörung seines Archivs mit Briefen Thomas Manns und andere Dinge. Er lebte vom April 63 bis zum April 71 in seinem Haus Wilhelmshorst nahe Potsdam. Ich habe ihn dort einmal besucht, Grüße von Hans Mayer überbracht und ein Paket mit Esswaren übergeben, denn er hatte nichts.
Der Dichter gibt die Stimmung jener Tage im Gedicht April 63 wieder. Aufblickend vom Hauklotz im leichten Regen, das Beil in der Hand, sehe ich dort oben im breiten Geäst fünf junge Eichelhäher. Sie jagen lautlos, geben Zeichen von Ast zu Ast, sie weisen der Sonne den Weg durchs Nebelgebüsch und eine feurige Zunge fährt in die Bäume. Ich bette mich ein in die eisige Mulde meiner Jahre. Ich spalte Holz, das zähe, splittrige Holz der Einsamkeit, und siedle mich an im Netz der Spinnen, die noch die Öde des Schuppens vermehren, im Kiengeruch gestapelter Zacken, das Beil in der Hand. Aufblickend vom Hauklotz im warmen Regen des April sehe ich an blanken Kastanienästen die leimigen Hüllen der Knospen glänzen. Endlich im Frühjahr 71 darf Peter Huche nach Intervention unter anderem von Heinrich Böll aus der DDR ausreisen, wird Stipendiat der Stiftung Villa Massimo in Rom und kommt später unter im Haus von Marie-Louise Kaschnitz in Staufen bei Freiburg, es wurde erwähnt. Dort stirbt er nach langer Krankheit im April 81. Ehrungen häuften sich, unter anderem der Jakob-Burker-Preis und andere. Erstaunlich freilich, und das sagt auch einiges über die Bundesrepublik aus, wurde ihm lediglich von der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung der Johann Heinrich Merck-Preis für literarische Kritik verliehen. Nicht aber den noblen Georg Büchner-Preis. Den hat er nie bekommen, auch den Nobelpreis nicht. Wieder einer, den es nicht getroffen hat unter den Deutschen, wie Brecht und so viel, Heinrich Mann und so viele andere. Doch damit wieder zurück zum Eigentlichen, also dem dichterischen Werk, dem lyrischen Werk. Auf Chaussée in Chaussée 1963... von dem eingangs bereits die Rede war, folgte die Sternenreuse 1967 in München erschienen. Daraus hören wir eines der wohl schönsten Gedichte, der Garten des Theophrast, gewidmet von Peter Huche seinem Sohn und anspielend auf den Botaniker und Lieblingsschüler des Aristoteles, eben Theophrast, der in seinem Garten Freunde und Lernende zu heiterem und freundschaftlichem Gespräch versammelte, so ähnlich also wie wir es heute Abend tun. Der Garten des Theophrast. Wenn mittags das weiße Feuer der Verse über den Urnen tanzt, gedenke, mein Sohn, gedenke derer, die einst Gespräche wie Bäume gepflanzt. Tot ist der Garten, mein Atem wird schwerer. Bewahre die Stunde, hier ging Theophrast mit Eichenlohe zu düngendem Boden, die wunde Rinde zu binden mit Bast. Ein Ölbaum spaltet das mürbe Gemäuer und ist noch Stimme im heißen Staub. Sie gaben Befehl, die Wurzel zu roden. Es sinkt dein Licht, schutzloses Laub. Und damit zur späten Lyrik. Die Gedichte des Bandes Gezählte Tage von 1972, also einige Jahre vor seinem Tode, reflektieren Reiseerfahrungen. Er reiste, was er jahrelang nicht durfte. Er war in Griechenland, in England, in Israel, besuchte Venedig. Diese Gedichte sind zum Teil Freunden wie Heinrich Böll gewidmet und anderen und kreisen immer intensiver um eine im Wortschwall der Lehrformen der Medien verkümmernde und deshalb neu zu entdeckende Sprache. Er leidet an dieser Sprache, die zu Lehrformen verkommen ist, wie er schreibt. Wie würde es ihm wohl heute ergehen? Huche schreibt einen in kühnen Metaphern dagegen, eine daherkommende, in kühnen Metaphern gelegentlich hermetische, zumindest aber nicht unmittelbar sich erschließende Poesie, die gleichwohl, so meine ich, von erlesener Schönheit ist. Alles im Wortsinne verdichtend, Gedicht, also Unnötiges aussparend. Hören wir drei Gedichte, zuerst das Titelgedicht Gezählte Tage, sodann Unter der blanken Hacke des Monds und schließlich das Schlussgedicht dieses Bandes, Das Gericht. Gezählte Tage, gezählte Tage, Stimmen, Stimmen vorausgesandt durch Sonne und Wind und im Gefolge rasselnder Blätter, noch ehe der Fluss den Nebel speichert im Schilf. Vergiss die Stadt, wo unter den Hibiskusbäumen das Maultier morgens gesattelt wird,
der Gurt gezogen, die Tasche gepackt. Die Frauen stehen am Küchenfeuer, wenn noch die Brunnen im Regen schlafen. Vergiss den Weg, betäubt vom Duft des Pfeifenstrauchs, die schmale Tür, wo unter der Matte der Schlüssel liegt. Zwei Schatten, Rücken an Rücken, zwei Männer warten im frostigen Gras. Stunde, Stunde, die nicht mehr deine Stunde ist. Stimmen, vorausgesandt durch Nebel und Wind. Unter der blanken Hacke des Monds. Unter der blanken Hacke des Monds werde ich sterben, ohne das Alphabet der Blitze gelernt zu haben. Im Wasserzeichen der Nacht die Kindheit der Mythen nicht zu entziffern. Unwissend stürz ich hinab, zu den Knochen der Füchse geworfen. Das Gericht. Nicht dafür geboren, unter den Fittichen der Gewalt zu leben, nahm ich die Unschuld des Schuldigen an. Gerechtfertigt durch das Recht der Stärke saß der Richter an seinem Tisch, unwirsch blätternd in meinen Akten. Nicht gewillt, um Milde zu bitten, stand ich vor den Schranken in der Maske des untergehenden Monds. Wand anstarrend sah ich den Reiter. Ein dunkler Wind verband ihm die Augen, die Sporen der Disteln klirrten. Er hetzte unter Erlen den Fluss hinauf. Nicht jeder geht aufrecht durch die Furt der Zeiten. Vielen reißt das Wasser die Steine unter den Füßen fort. Wand anstarrend, nicht fähig, den blutigen Dunst noch Morgenröte zu nennen, hörte ich den Richter ein Urteil sprechen. Zerbrochene Sätze aus vergilbten Papieren. Er schlug den Aktendeckel zu. Unergründlich, was sein Gesicht bewegte. Ich blickte ihn an und sah seine Ohnmacht. Die Kälte schnitt in meine Zähne. Huchel macht es Lesern wie Hörern nicht leicht. Er spart ihnen das Mitdenken, Enträtseln, Erschließen nicht. Doch man sollte auch nicht zu viel des vermeintlich Guten oder eher Schlechten tun, also die Analyse bis zur Zerstörung der Aura des Einzigartigen jedes wirklichen Kunstwerks treiben. Denn diese Aura bleibt bestehen, wenn es sich um ein großes Gedicht handelt. Natürlich ist das letzte Gedicht, das Gericht einer Abrechnung mit der Diktatur im DDR-Staat. Natürlich auch mit seiner eigenen Rolle als Schuldiger, der sich in die Unschuld flüchtet, wie so viele. Aber das Gedicht artikuliert eben auch die Ohnmacht des Richters sowie ein Mitleiden mit den vielen Mitbürgern, denen, wie er schreibt, das Wasser die Steine unter den Füßen hinwegreißt, die, weiter Huchel, nicht aufrecht gingen. Wie viele. Also ein Mitleiden mit denen, die um ihn waren und ähnlich wie er selbst weiterlebten. Gehört er ebenso dazu? Ich meine ja. Das bleibt offen. Ich meine ja. Wie so vieles in Huchels Gedichten. Auch die Sprache übrigens, deren Alphabet er nicht mehr versteht. Lassen wir es mit diesen Bemerkungen genug sein und wenden wir uns dem letzten Gedichtband, die 9. Stunde, erschienen 2 Jahre vor seinem Tode, also 1979, zu. Es handelt sich um insgesamt 40 Gedichte der Jahre 1972 bis 1979, sie liegen dort auch aus, mehrmals angekündigt, dann wieder zurückgezogen, schließlich freigegeben zur Publikation. Das Ereignis des Jahres 1979. Der Gedichtband wurde international rund um den Globus gefeiert. Huchel lebt noch und er schreibt einzigartig. Es sind Gedichte der Endzeit, des bevorstehenden Todes. War schon in gezählte Tage, Jahre zuvor, deutlich geworden, dass die Zeit bemessen sei, so ist sie hier an ihr Ende gelangt. Die 9. Stunde, der Titel, also jene, in der Jesus laut dem Evangelisten Matthäus am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
gibt das Thema vor und wandelt es zugleich vom Christlichen in das Allgemeinmenschliche, so schon im Titelgedicht. Die neunte Stunde. Die Hitze sticht in den Stein das Wort des Propheten. Ein Mann steigt mühsam den Hügel hinauf, in seiner Hirtentasche die neunte Stunde, den Nagel und den Hammer. Der trockene Glanz der Ziegenherde reißt in der Luft und fällt als Zunder hinter den Horizont. Die Öde, die Leere und Stille, keinerlei Reflexionen lebensweltlicher Themen, wie etwa früher noch die Erinnerung an die Deutsche Demokratische Republik in gezählte Tage, prägen hier die Verse. Dafür das Bewusstsein des Todes und der Sprachohnmacht. Die Kritik tat sich schwer mit den Gedichten. Sie oszillierte zwischen euphorischer Begeisterung, ein bedeutender Dichter, gewiss der größte seiner Zeit und Sprache, so die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Lehrformel. Das schreibt dann einer, der eigentlich nichts verstanden hat, aber irgendwie doch Hymne schreiben will. Aber auch Enttäuschung war in den Kritiken zu spüren. Zu viele Paraphrasen von Literatur, zu viele Verse, die an nichts erinnern als an andere Verse in früheren Büchern, so Karl Corino, den wir nachher bei Hermlin noch hören werden. Vor allem aber dominierte Ratlosigkeit. Was will der Dichter hier uns eigentlich wirklich sagen? Das Eingangsthema und die Eingangsfrage im Deutschunterricht. Eine der dümmsten Fragen, die der Deutschunterricht und die Germanistik hier hervorgebracht. Was will er uns nun eigentlich wirklich sagen? So einfältig diese Frage ist, so allgegenwärtig war und ist sie auch beim Wiederlesen. Ihnen vielleicht, meine Damen und Herren, mag es ähnlich gehen, meine Empfehlung deshalb, lassen Sie diese Verse einfach auf sich wirken. Lesen Sie einmal, zweimal, lesen Sie sich gegenseitig vor. Und Sie werden sehen, die Schönheit und die Sprachmächtigkeit, die Sprache, die Kreativität dieser Sprache wird Sie in Ihren Bann schlagen. Das ist eben ein veritabler Dichter. Huchel verbrachte ein glückliches Jahr in Rom, in der Villa Massimo. Eine sehr schöne Stiftung dort, wer mal das gesehen hat. Da kann man also seinem, nicht Hobby, sondern man kann schreiben, andere malen, man wird versorgt, lebt in schönster Umgebung, wunderbar. Ging dann ohne Illusionen zurück in die Bundesrepublik nach diesem glücklichen Jahr in Rom. Eigentlich nur seines Sohnes wegen, den habe ich damals beim Studium kennengelernt in Freiburg. Ich musste ja, nachdem mein Examen aus Leipzig in der Bundesrepublik nicht anerkannt worden war, dann nochmal promoviert werden. Habe ich einen Zweitdoktor dann in Freiburg gemacht. Huchels Herz aber schlug weiter in der Mark Brandenburg. Auf die Frage eines Journalisten, ob er nicht hätte überwintern und auf bessere Zeiten in der DDR hoffen können, antwortete er 1972. Ja, ich kann heute hier leben, aber ich leide noch immer darunter, dass ich diese Landschaft verlassen musste. Auch Freunde, die mir sehr wichtig sind. Ein Weitervegetieren unter diesen Bedingungen aber könnte nur als absurd oder erniedrigend empfunden werden. Darum ist es gut, dass ich gegangen bin. Ich habe, wie Sie wissen müssen, der Partei niemals angehört und wünschte daher auch nicht, nach ihren Regeln abgeurteilt zu werden. Ich behielt mir immer das Recht vor, das Maß an persönlicher Freiheit in Anspruch zu nehmen, das, glaube ich, jedem Menschen zusteht. Und drum bin ich eben gegangen. Aber ich denke noch oft an meine Freunde zurück. Ich werde diese Freunde hier nie finden. Das weiß ich auch. Aber ich bereue mein Gehen keineswegs. Brecht hätte gesagt, ein deutsches Miserere. Und damit eine kleine Pause. Dankeschön.
siehst du? Ein leichtes Schlagen ans Glas und schon kommt sie. Schau, wie wirksam du bist. Du musst ganz leise sein und schon sind sie da. Das ist ein Luftschiff oder sowas? Luftschiff, ja. Gut. Und das Gartenschau. Das hat er mir schon gesagt, ja. Nee, ich brauche kein kaltes Wasser. Ich friere auch eh schon. Ja, könnten wir auch brauchen, ja. Und damit, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil. Stefan Hermlin, ein verzweifelter deutscher Patriot. In seiner Rede, das hier ist es, erklärte Stefan Hermlin im November 1988, ein Jahr vor dem Fall der Mauer, in den Münchner Kammerspielen. Die misslungene, verfehlte Geschichte, die man einholen möchte, aber nie ganz einholt, längst vergangen, aber immer noch in ihrer Unvollkommenheit gegenwärtig, unversehens auftretend, nachts aus den Werken der Kunst hervorblickend, hervordrohend, das fahle, gemartete Fleisch in Colmar, die Krone im Stephansdom, die Dörfer mit ihren Silbermann-Orgeln, die Horizonte Altdorfers in furchtbaren, zerreißender Bläue, die wahnwitzigen bayerischen Schlösser mit den Schmerzen des Amphorters, das zerstörte Haus am Hirschgraben, Tübkes Bauernkrieg dort, wo der Kaiser schläft, der Dresdner Zwinger, die Gräber in Tübingen und Zürich und auf dem Montmartre, die Thomaskirche, Fürstengruft und Dorotheenstadt, die Asche ohne Gräber, die verbrannten roten Fahnen. Bin ich der Deine schon? Oft zürnt ich. Und siehe, 40 Jahre waren wie ein Tag und er ward geschlagen mit Vergangenheit. Du kaltes, schönes Vaterland, in sich erstarrt, scheinbar blühend zwischen verpesteten Flüssen, von undurchdringlicher Gleichgültigkeit, nicht Vater noch Mutterschoß, das hier ist es. Hochmütig und uneingedenk deiner Opfer, nicht achtend der verrauschten Mahnungen deiner Besten. Wofür haben sie deine hereinschattenden Berge gefeiert, deine Wiesen und Ströme und die nördlichen Küsten? Gleichgültig gewährend und dein unerklärlicher Blick in eine gleichgültig erwartete Zukunft gerichtet. Es gibt keine glückliche Liebe, sagt ein Dichter, kein Deutscher. Es gibt keine Liebe, die nicht dem Schmerz gehört, die nicht verwundet, die nicht befleckt, die nicht von Tränen lebt. Nur wenige Dichter in Vergangenheit wie Gegenwart haben derart an Deutschland gelitten wie eben er, Stefan Hermlin. Wir hörten es, die misslungene, verfehlte Geschichte, davon spricht er, dieses nun wieder Becher, Hermlin, dieses kalten, schönen Vaterlandes. So formuliert er in der Rede. Seine Klage, seine Nänie ist von doppelter Art. Einerseits preist sie eine vollkommene Landschaft und eine einzigartige deutsche geistige Hervorbringung. Er spricht vom Haus am Hirschgraben, also Goethes Geburtshaus. Er spricht vom Isenheimer Renaissance-Altar des Matthias Grünewald. Er spricht vom Dresdner Zwinger, von der Leipziger Thomaskirche. Neben den Erinnerungsorten, also die Grabstätten Hölderlins in Tübingen, Heines in Paris, Büchners in Zürich, samt der Goethe-Schillerschen Fürstengruft in Weimar. Aber er spricht auch vom Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, wo sein Grab ist. Und auf der anderen Seite die Vernichtung, die schreckliche Seite, so die Asche von Auschwitz-Birkenau und die gescheiterte Revolution der Roten Fahnen. Beides ist Deutschland. Leiden an Deutschland. Dies ist ein zentrales Thema des Lebens und literarischen Werkes Stefan Hermlins. Dazu gehört natürlich auch seine Entscheidung, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in Frankfurt am Main zu bleiben, sondern 1948 in den Osten Deutschlands zu gehen, in die spätere DDR.
Noch einmal, Herr Hamlin, hier im Gespräch mit Günter Gauss, dem Journalisten des Spiegel und späteren Vertreter der Bundesrepublik in Berlin vom September 1984. Ich hatte die große Erwartung und die große Hoffnung, dass zum ersten Mal auf deutschem Boden ein sozialistisches Experiment durchgeführt werden würde. Ich habe mich darin nicht getäuscht. Dieses Experiment ist nach wie vor im Gange, mit mehr oder weniger Erfolg, mit Vorteilen und Nachteilen, mit sehr großen Unannehmlichkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch mit großen Unannehmlichkeiten für mich. Das war der Ausgangspunkt. Ich ging nach Berlin, einfach weil ich gern in Berlin lebte. Ich hatte vor meiner Emigration, obwohl nicht in Berlin geboren, meine Kindheit und meine Jugend vor allem in Berlin verbracht. Wissen Sie, ich kann mir meine Nation oder Nationalität nicht aussuchen. Ich bin nun einmal der, der ich bin. Ich bin ein Deutscher. Ich habe gelebt, entweder mit einem deutschen Papier oder ich war ausgebürgert. Und dann hat man mich wieder eingebürgert, 1945. Und ich denke nicht daran, einen anderen Pass zu haben als einen deutschen. Ich kann nicht aus mir heraustreten. Ich bin nicht anderes. Infolgedessen geht mich alles an, was in deutschen Ländern geschieht. Lapidare Sätze. Sie sprechen von des Dichters Hoffnung, ich zitiere, dass ein gutes Deutschland blühe, wie es Bertolt Brecht in der Kinderhymne schrieb, die leider nicht die Hymne des Vereinigten Deutschland 1989 wurde. Eine kleine Parenthese. Wolf Biermann hatte damals nach dem Fall der Mauer angeregt, eine neue Hymne zu schaffen. Ich habe das, wie viele andere, vehement unterstützt. Und die Kinderhymne von Brecht war genau richtig. Anmut spart, nicht noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. Und nicht über und nicht unter anderen Menschen. Ländern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land so lieben, schützen und beschirmen wir es. Und das Liebste mag es uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Es ist leider nicht die Hymne geworden. Es wäre viel besser gewesen, als die dritte Strophe von Verlass Leben weiterzusingen, oder wie die Fußballer das machen. Es wurde leider nicht, es ist nicht gelungen, auch ein Fehler der Einigung. Ich sage das übrigens ungeschützt in München genauso wie hier. Also nicht, dass Sie denken, ich würde mich hier, also das wäre hier besser. In München, da hören Sie es vielleicht nicht so ganz so gern. Die CSU zu mir. Herr Hamlin wollte dabei mithelfen, weil er der Kommunist, der sich gleichwohl einen spätbürgerlichen Schriftsteller nannte, weil er überzeugt war, dass nur dort die richtigen Lehren aus der bitteren deutschen Geschichte gezogen würden, im Osten. Von den Mühen der Ebenen, wieder Brecht, Sie kennen das, die Mühen der Ebenen, die Berge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen, so Brecht. Von diesen Mühen ahnte er etwas. Sie wurden im Laufe der Jahre immer unerträglicher. Doch Herr Hamlin blieb bei seiner Überzeugung auch nach der Ausreise vieler seiner Freunde 1976 im Zusammenhang mit der Ausweisung Wolf Biermanns. Ich habe nicht an Kritik gespart. Ich habe oft Dinge gesagt, die Leute in der DDR gestört haben. Ich habe meinen Standpunkt verteidigt. Ich glaube, dass die DDR eine neue Zeit braucht, wo öffentliche Kritik sich an öffentlichen Dingen auch äußern kann, unter der Voraussetzung allerdings, dass diese Kritik ernst gemeint ist, ernst vorgetragen wird, dass sie argumentiert. Man will ja mit seiner Kritik auch den Kritisierten erreichen, sodass er darüber nachdenkt. Und sich selber sagen muss, ja, da ist etwas Richtiges dran. Der Mann meint es ernst, es geht ihm um die Sache. Ein unverbesserlicher Optimist, gar ein Träumer? Oder schlimmer noch, einer, der selbst im Alter seine Stalin-Apologien noch verteidigte und die Gauss'sche Frage, ob er sich dieser drei Stalin-verherrlichenden Gedichte nicht schäme, brüst zurückwies. Drei Gedichte, die Stalin preisen. Eines davon, die Ballade von den weitschauenden Augen aus dem Kriegsjahr 1940, hat er ausdrücklich in die letzte Ausgabe seiner Gedichte aufgenommen. Hier ist es. Ballade von den weitschauenden Augen. Kontinente,
da sich scharfschnäblige Vögel täglich bekriegen und gleich Brandern flammender Menschengeheul treibt die Flüsse hinab. Dort, wo auf zärtlichen blauen Kinderkadavern schwärmende Fliegen feiern, Epheben im Fest ihrer Locken erblindet, schaufeln ihr Grab, die umfasse dein Blick und dein Ohr. Dort erhebt sich ein tobendes Kreischen, Zugbremsen von Selbstmördern, gleich Hunden auf ölige Schienen geduckt, aus der Unendlichkeit kommende, endlos hinreichende Züge von Leichen, Lebenden, warten untätiger Hand, von den Blitzen des Hungers umzuckt. In den Hunger, in den von Hunger und Tod und Verrat überwältigten schmerzlichen Tagen sahen sie goldene Früchte im dürren Geäst. Und der Raupentraktor brach schon im Schlag ihrer Wimpern die Schollen, wo rostige Gleise lagen. Von den weißen Banditen gesprengt stürmten Züge und Straßen hervor. Denn in Tälern und fruchtbaren Ebenen vom Pamir herab durch die orgelnden Wälder bis zu einsamsten Völkern, die gehen in des Nordlichts verzauberndem Schein, sind die Tafeln gedeckt zur Freude, Millionen zur Feier geladen. Die Felder und dämmernden Hügel warten der Gäste, glänzend von Brot und Wein. Hoch ob dem ruhenden roten Platz ist noch immer entzündet ein Licht. Über dem Geisterbild einstiger, ständig erneuter Kolonnen, bereit zum fruchtbringenden Werk, zur Zerschmetterung des Feindes. Und in dein Gesicht richtet voll sich der Blick jener Augen in den Schein deiner Einsamkeit. Und sie haben bereits vor dem Glanz deines Aufblicks die ruhige Antwort gefunden, die du glücklich begreifst, wenn dein sicherer Schritt zurück in die Städte dich trägt, wenn in den Ebenen die Schatten lang werden, die Wärme des Tages geschwunden, ist die Zuversicht wach und die Nacht und dein Herz, das schlägt. Stalins Name fällt nicht, doch er und dein, das ist er. Nein, er hat nichts zurückgenommen, Herr Lien. Sicher bekennt er gegenüber Günter Gauss in diesem Gespräch, dass Stalins Name für millionenfachen Mord stehe. Gleichwohl begreift er auch im Alter Stalin als das Symbol einer bestimmten Zeit, in der man nur die Wahl hatte, sich entweder dem Faschismus zu unterwerfen und anzupassen oder gegen ihn bis zur letzten Konsequenz zu kämpfen. Es gab damals auf der Welt für die Kommunisten, für Leute wie mich, ein einziges Land, das sozialistisch war, das sozialistisch zu sein versuchte und das dem Nationalsozialismus einen entschiedenen Widerstand entgegenstellte. Das war die Sowjetunion. Und man konnte nicht für die Sowjetunion sein, ohne für Stalin zu sein, weil er sie in diesem Augenblick beherrschte. Der Ehrlichkeit füge ich hinzu, dass damals viele Intellektuelle und Dichter ähnlich dachten. Wie Hamlin, Leon Feuchtwanger, Heinrich Mann, Nassim Hikmet, Louis Aragon, Pablo Neruda, Diego Rivera, der Mexikaner und andere. Einige korrigierten später ihre Ansicht, so Manes Sperber, Otto Köstler, Panagiotis Stratti, Gustav Regler, der Deutsche. Die Geschichte der Gläubigen und der, wie man sagte, Heretiker ist freilich ein abendfüllendes Thema und mag uns später hier vielleicht beschäftigen. Heute geht es um Stefan Hamlin. Um den Dichter Stefan Hamlin. Freilich sind Dichter und politischer Zeitgenosse gerade bei ihm nur schwer zu trennen. Das beginnt bei Hamlins Biografie, seinem Leben. Karl Corino, den ich vorhin schon erwähnte, legte 1966 eine Monographie vor mit dem Brechtwort Außen Marmor, innen Gips, in der er detailliert die biografischen Irrtümer, genauer Falschangaben, auflistete, die Hamlin 1946 den amerikanischen Behörden in Frankfurt am Main machte. Dazu gehört, Vater David Leder, so der Geburtsname auch von Hamlin, sei im KZ Sachsenhausen umgekommen. Er ist nach 4 Wochen Gott sei Dank entlassen worden. Er selbst, Rudolf Leder, also Hamlin,
habe 1933 das Abitur abgelegt und anschließend in Berlin studiert, sei im KZ Sachsenhausen inhaftiert gewesen, habe später am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen und in der Resistance gegen die Nazis gekämpft. Alles falsch. Er änderte übrigens seinen Vornamen. Er hieß ja Rudolf Leder ursprünglich, seinen Vornamen in Stefan, in Bewunderung des Dichters Stefan George einerseits und später in Frankreich Stefan Mallarmé. Den Nachnamen Hermelin schuf er nach dem bretonischen Wappentier, dem Hermelin. Obendrein ist, wie wir wissen, der Hermelin ein edler Pelz der bourbonischen Könige. Sonst hätte er es billiger machen können. Es war königlich. Er sagte nicht Zobel oder Maulwurf oder so etwas. Zufall, Hermelin wusste, was er tat. Spätestens im erwähnten Gauss-Interview hätte die Chance bestanden, die Legenden aus der Welt zu schaffen. Er nutzte diese Möglichkeit nicht. Vielleicht hatte er sie auch bereits aus seinem Gedächtnis verdrängt. Freilich, eine KZ-Haft zu erfinden, ist eher unappetitlich. Hermelin spottete gegen Corino, Goethe zitierend: Getretener Quark wird breit nicht stark, so Goethe in den Maximen und Reflexionen. Und hatte bereits 1979 einen Text, Hermelin, abendlich publiziert, er liegt dort auch aus, den viele als eine Art Autobiografie verstanden und bis heute verstehen. Darin sind all diese Legenden enthalten. Doch sein Verleger Klaus Wagenbach in West-Berlin hatte, auch später nach dem Fall der Mauer, 1997 sicher nicht völlig unrecht, als er in der Trauerrede auf Hermelin am Dorotheenstädtischen Friedhof von einer, ich zitiere Wagenbach, wunderbaren Mischung aus Erinnerung und Parabel sprach, vielleicht inspiriert durch Johann Wolfgang Goethes Dichtung und Wahrheit. Hier ein Ausschnitt aus diesem Text. Es war Anfang Februar, nur wenige Tage nach der Machtergreifung Hitlers, als ich durch eine Nebenstraße der Kaiserallee gehend Trommeln und Gesang hörte. Ich blieb stehen und erblickte nach wenigen Sekunden ein Fähnlein Hitlerjugend, das singend in meine Straße einschwenkte. In dem zweifelhaften Deutsch mancher Soldatenlieder hieß es da, dass das Vaterland nicht untergehe, drum starben, stürmen sie bei La Bassée. Das Lied hatte ich nie zuvor gehört. Melodie und Text blieben mir fest im Gedächtnis, wenn auch Jahr und Jahr verging. Und ebenso das rasche Schwenken der linken Flügelmänner um die Ecke und der Flügelmann in der zweiten Reihe, laut singend, im braunen Hemd und die braune Mütze auf dem Kopf, war mein Freund Erich M. Er sah mich und wurde blutrot. Und gleichzeitig fühlte ich, dass ich erblasste. Er sah gerade vor sich hin. Nur ein paar Stunden oder Tage hatten genügt, ihn so zu verwandeln. Ich war 17 Jahre alt und begriff es nicht, aber ich lernte es begreifen, als er schon lange an mir vorbeigezogen war. Er war der Erste. Zahllose sah ich folgen. Unbezähmbar ist der Drang, bei den Stärkeren zu sein. Auf wie vielen Schlachtfeldern hatten die von der Niederlage Bedrohten die Fahne gewechselt? Es waren 7 Jahre und einige Monate nach dieser Straßenszene vergangen, als ich plötzlich an Erich M. dachte, der mir, wie ich schon sagte, gänzlich aus dem Sinn gekommen war. Es war Nacht und wir lagen in einem Hohlweg, nachdem wir die letzten Tage hindurch fast immer und in wechselnden Richtungen marschiert waren. Wir wussten nicht mehr genau, wo wir uns befanden. Unsere Einheit hatte sich versprengt. Also es hatten sich Soldaten, auch Zivilisten angeschlossen, die so plötzlich verschwanden, wie sie aufgetaucht waren. Wir lauschten auf Panzergeräusche, die in diesen Tagen unverhofft nicht weit von uns hörbar geworden waren. Am Tag war der Himmel voll von ihren Flugzeugen. Wir hörten ferne Bombardements. Eine Staffel Moran-Maschinen flüchtete vor ein paar Messerschmitts. Der Krieg löste uns, er löste sich selber auf, bevor wir ihn wirklich zur Kenntnis genommen hatten. In einem leeren Dorf sah ich mit leerem Blick ein Plakat an der Mauer. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts.
Deutsche Panzerkolonnen konnten wir von überall her auftauchen sehen. Manche, so hieß es, stießen aus dem tiefen Süden vor. Der Hauptstoß der Deutschen kam nicht mehr aus dem Norden. Sie griffen von Mézières und aus dem Wald von Mormal her an, also aus östlicher Richtung. Sie stießen zur Küste vor, sie trennten die britischen von den französischen Truppen. Ich sah die Sterne am Himmel, das runde Licht einer Taschenlampe auf einer Karte nicht weit von mir. Die Stimmen einiger Offiziere murmelten beharrlich in meiner Nähe. Es war wie in der Kindheit, als ich Gespräche von Erwachsenen um mich her liebte, Gespräche, die ich nicht verstand und nicht verstehen wollte, deren Klang ich liebte und deren Sinn mir gleichgültig war. Aus dem unverständlichen Gespräch bahnte sich nur ein Satz den Weg durch meine Erschöpfung. »Sie haben Lens genommen«, sagte jemand, »Bethune und La Bassée«. Eine ungeheure Gleichförmigkeit der Geschichte wurde sichtbar. Alle 20 Jahre fielen die gleichen, sonst nie genannten Namen. Immer wieder zeigten sich die gleichen Verhängnisse, wie Schübe von Geröllmassen, Dörfer und kleine Städte schienen nur da zu sein, um erobert zu werden, um verloren zu gehen. Und leidend lebten die Menschen ihrem künftigen Leiden entgegen. Alles Fiktion, er war nie in Spanien. Alfred Kantorowicz, der groß aus der DDR verjagte Berliner Germanist und Offizier der Internationalen Brigaden von 1936 bis 1939, erklärte 1979 in Berlin, ein Rudolf Leder habe nie im spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Doch widmen wir uns nun dem dichterischen Werk. Zunächst das wohl bekannteste Gedicht, Die Asche von Birkenau, aus dem Jahre 1949 und sodann das Sonett von 1956, die zwei großen Gedichte. Die Asche von Birkenau. Leicht wie später Wind, wie die Kühle vorm Regen die Schwalbenbahn, wie Gewölk nach getränkter Schwüle, wie der Pollen vom Löwenzahn, leicht wie der Schnee auf den Lidern der Toten, wie ein alter Kinderreihen, wie Schmetterlingslast am roten Mund der Nelke, leicht wie ein Gericht, das die Kranken essen, wenn sie am Sterben sind. So leicht ist das Vergessen, wie Kühle und später Wind. Wo Tag und Nacht sich verflechten, der Rost am Geleise frisst, ist die Asche der Gerechten, Ungerechten, am Mast der Winde gehisst. Birkenau ohne Birken lebt abends ganz allein und die Disteln wirken Zeichen über den Stein. Als auf den Feldern von Polen die Mittagsdistel erblich, hieß die Erde an meinen Sohlen, entsinne dich. Schwer wie im Berg das Eisen, wie das Schweigen vor dem Entschluss, wie der Baumsturz an Nebelschneisen, wie auf unseren Lippen der Ruß von denen, die man verbrannte, schwer wie das letzte Fahrwohl, die man ins Gas sandte, waren des Lebens voll, liebten die Dämmerung, die Liebe, den Drosselschlag, waren jung. Schwer wie vom Sturm Wolkengeschiebe ist die Erinnerung. Doch die sich entsinnen, sind da, sind viele, werden mehr. Kein Mörder wird entrinnen, kein Nebel fällt um ihn her. Wo er den Menschen angreift, da wird er gestellt. Saat von eisernen Sonnen fliegt die Asche über die Welt. Allen, Alten und Jungen, wird die Asche zum Wurf gereicht. Schwer wie Erinnerungen und wie Vergessen leicht. Die da Frieden sagen, millionenfach, werden die Herren verjagen, bieten dem Tode Schach. Die an die Hoffnung glauben, sehen die Birken grün.
wenn die Schatten der Tauben über die Asche fliehen. Lied des Todes, verklungen, das jäh dem Leben gleicht. Schwer wie Erinnerungen und wie das Vergessen leicht. Sonett. Inmitten der schwierigen Strategie der Dichtung, wie ich auch die Worte siebe, da war kein Wort, das mir nicht Liebe lieh. Durch Frost und Flammen trug mich diese Liebe. Im Ungewissen und am scharfen Hiebe ungünstiger Winde wusste ich, dass nie, wie immer auch der Schnee der Schmerzen stiebe, im Stich mich lässt der Zukunft Prosodie. Nie reimt sich Liebe auf Beflissenheit, gibt sich Liebe keine Blöße. Sie scheitert, doch sie meint Gemeinsamkeit. Geschwisterlich auftretend im Getöse der Klassenschlacht erscheint zukünftige Zeit mit Bruder Irrtum und mit Schwester Größe. Beide Poeme bestechen ob ihrer Aufrichtigkeit und Betroffenheit, auch ihrer Strenge, gerade in dem Sonett, auch ihrer gedanklichen Tiefe und ihrer sprachlichen Prägnanz. Hermlin sucht beinahe verzweifelt nach einer neuen Sprache, um das Schreckliche der Vergangenheit in Worte zu fassen. Bereits 1945 hieß es entsprechend in seiner Ballade von den alten und neuen Worten: Ich weiß, dass sie nicht mehr genügen, weil die Erde mich noch trägt, weil die alten Worte lügen, weil der Unschuld die Stunde schlägt. Ich weiß, dass sie nicht mehr genügen. Drum gebt mir eine neue Sprache. Ich geb euch die meine her. Sie sei Gewitter, Verheißung, Rache, wie ein Fluss, ein Pflug, ein Gewehr. Drum gebt mir eine neue Sprache. Ich will euch Worte sagen, Nacht dunkel und Tag hell. Worte, die stoßen, Worte, die tragen. Worte, hart, sanft, langsam, schnell. Ich will euch Worte sagen. Wir erinnern uns, hier berühren sich seine Ziele, sein Credo mit Peter Huchel. Eine neue, eine entschlackte, eine andere Sprache zu schaffen. Eine Sprache, die von den Nazis verhöhnt worden ist, zerstört worden ist, wieder neu zu formen, besser zu formen, um das Schreckliche in Worte fassen zu können. Das ist sein Ziel, das Ringen des Dichters um eine neue Sprache geeignet, sowohl das Grauen der Vergangenheit in Worte zu fassen, als auch das Neue zu verkünden. Genau hier aber bei der Sprache nämlich beginnt auch Hermlins Desillusionierung angesichts verkrusteter Apparate und dogmatischer Kulturfunktionäre in der DDR. Nach 1958 schrieb Hermlin kein einziges Gedicht mehr. Das letzte Gedicht 1958 lautete »Der Tod des Dichters«, ein Hymnus auf Johannes Erbecher. Er schrieb keine Gedichte mehr. Also verstummte relativ früh. Vielleicht, weil er die neue Sprache, die er suchte, auch in der DDR nicht gefunden hatte. Dafür freilich engagiert er sich umso häufiger in Fragen der Kultur und der Politik, zu Hause wie in der Welt. Er war ein Homme de Lettres. Er sprach mehrere Sprachen, war weit gereist im Exil und das drang jetzt in seine Äußerungen. So in der Rede auf dem 8. Schriftstellerkongress der DDR 1978. Thema in den Kämpfen unserer Zeit. Die Schrift liegt aus, sie ist auch noch mal neu erschienen bei Wagenbach. Schöner Einband, aber auch nur noch in Archivalen, glaube ich. Vorausgegangen war die Ausweisung Biermanns 1976 und die Erklärung zahlreicher Schriftsteller gegen diesen Parteibeschluss samt der nachfolgenden Ausreise Günter Kunerts, Sarah Kirschs, Hilmar Tates, Manfred Krugs und anderer Intellektueller. Wir kommen noch darauf zurück.
Erich Honecker hatte Hermlin seinen Vertrauten aus der kommunistischen Jugendarbeit 1928, also während der Weimarer Republik, gebeten, auf eben jenem Kongress zu reden und sich mit der Polemik des Politbüromitglieds Konrad Naumann auseinanderzusetzen, der im Neuen Deutschland über jene, Zitat, bürgerlichen Künstler in der DDR Ende hergezogen war, die, jetzt wieder Naumann, die über westliche Medien Verbesserungsvorschläge für den realen Sozialismus zu lancieren versuchen, sich dafür gebührend bezahlen lassen. So Naumann, Ende Zitat. Hermlins Credo ist heute so wichtig wie damals, was er damals gesagt hat, in allen Ländern, nicht nur in Deutschland. Ich bin ein spätbürgerlicher Schriftsteller. Was könnte ich als Schriftsteller auch anderes sein? Ich hörte nicht auf, einer zu sein, während ich Jahrzehnte hindurch Kommunist war und blieb. Meine Herkunft ist übrigens die gleiche wie die meiner Vorbilder, der meisten Vorkämpfer des Sozialismus. Es ist das Vorrecht der Dichter, vernunftlos zu träumen. Es ist das Vorrecht der Vernünftigen, sie zu verlachen. Aber die Träume gehen weiter, unbeschadet des Gelächters, das um sie her erschallt. Wir finden sie überall in der Welt Kunst. Sie spiegeln die Träume wider, die die unvernünftige und schutzlose Menschheit seit Jahrtausenden träumt und in denen sie Blumen im Winter sieht. In den Kämpfen der Zeit erblickt der Schriftsteller die Zeit selbst, zuweilen als einen Verbündeten, als ein hohes Segel, unter dem er mitgerissen in die Zukunft fährt. Es sind glückliche Momente. Ich habe sie erlebt. Aber die Zeit kann ein anderes, ein mehrdeutiges, ein gefährliches Antlitz zeigen. Wir leben in einer Epoche, in der neue Bedrohungen die alten, noch nicht gebannten übergipfeln. Es kann geschehen, dass dem Schriftsteller von überall her der Ruf entgegenklingt, er sei unbequem, überflüssig, er halte die Leute von der wirklichen Arbeit ab. Auch für diese Stunden sollte man vorbereitet sein. Was mich angeht, so will ich es mit Grillparzer halten und seinem Vierzeiler: Will unsere Zeit mich bestreiten? Ich lasse es ruhig geschehen. Ich komme aus anderen Zeiten und hoffe, in andere zu gehen. Eine außerordentliche Rede. Ich will nur den einen Satz herausgreifen, dem ich sehr zustimme, aber ich möchte, Hermlin wird es wahrscheinlich erlauben, erweitern, wenn er sagt, es ist das Vorrecht der Dichter, vernunftlos zu träumen. Das sollte nicht nur für Dichter gelten. Aber die letzten Sachen, ich komme aus anderen Zeiten und hoffe, in andere zu gehen, der Grillparzer Satz, das war Häresie und eine Kampfansage an die Funktionäre der Kultur. Doch zugleich ein Anflug von Resignation, gerade so wie Bert Brecht nach seiner Rückkehr aus dem Exil 1946 im Epitaph für M. geklagt hatte. Den Heiden entrann ich, die Tiger erlegte ich, aufgefressen wurde ich von den Wanzen. Der Vierzeiler war zu meiner Studienzeit unbekannt. Auch später. Vorausgegangen war in Aide Memoire ein unveröffentlichtes Papier Hermlins für Erich Honecker aus dem Mai 1972. Thema: Die Situation der Kunst, insbesondere der Literatur in der DDR. Hermlin prangerte darin Dogmatiker in der SED an, die Stefan Heims Romane nicht zur Veröffentlichung freigaben, aber auch Dichter wie Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Marcel Proust, Paul Claudel, André Gide, André Malraux, Paul Éluard, Louis Aragon und die Symbolisten Charles Baudelaire und Arthur Rimbaud nicht drucken ließen. Einige hatte Hermlin selbst übersetzt, er sprach ja exzellent Französisch. Am Schluss geißelte er die Borniertheit der Zensoren. Zensoren, die oft als Literaturwissenschaftler auftraten, sich aber eher als eine Art Literaturpolizei verstanden. Auf dem letzten Parteitag fiel das richtige Wort von gewissen Institutionen, die sich mit sich selber beschäftigen. Dazu gehört, glaube ich, eine Zensur, die ständig nachweisen muss, dass sie nicht umsonst da ist. Sie hat in den letzten Jahren ihren Bereich erweitert und zu neuen Methoden gegriffen. Das ist höchst aktuell. Ich glaube, ich brauche es nicht weiter zu. Gerade die Diskussion, die jetzt
auch in, im literarischen Quartett und alles so geführt wird. Was kann man denn eigentlich heute noch in Deutschland öffentlich und offen sagen? Ja, unerhörte Worte, Herr Nienz. In des Wortes doppelter Bedeutung. Nie zuvor gehört und unerhört, nämlich verboten. Sie fruchteten freilich wenig. Lediglich einige der Dichter Kafka wurden gedruckt. Proust auch, à la recherche du temps perdu, also die verlorene Zeit. Kafka, Schloss, Prozess und anderes. Aber wenige. 1976 wurde es überdeutlich. Wolf Biermann war von der IG Metall zu einem Konzert nach Köln eingeladen worden. Biermann war, wie er mir immer wieder gesagt hat, vollkommen überrascht, dass er diesmal eine Ausreiseerlaubnis erhielt. Er hatte nie damit gerechnet, dass er hinfahren dürfe. Unmittelbar nach dem Konzert freilich erfuhr Biermann aus dem Radio auf dem Weg nach Bochum, dort sollte das zweite Konzert stattfinden. Er erfuhr, dass er ausgebürgert sei, im Autoradio. Sein Protest blieb wirkungslos, er wollte ja zurückkehren. Daraufhin lud Stefan Hermlin eine Reihe bekannter Schriftstellerinnen und Schriftsteller in sein Haus in Niederschönhausen, da wohnt jetzt sein Sohn, um eine Bitte an die Führung der DDR zu formulieren, die Ausbürgerung nämlich des Liedermachers Biermann zu überdenken. Unter denen, die eingeladen waren, waren Stefan Heim, Sarah Kirsch, Heiner Müller, Volker Braun, Christa und Gerhard Wolf. Sie verfassten und unterschrieben diese Erklärung. Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter. Das hat er mit vielen Dichtern der Vergangenheit gemeint. Unser sozialistischer Staat, eingedenk des Wortes von Marxens 18. Brumaire, demzufolge die proletarische Revolution sich unablässig selber kritisiert, müsste im Gegensatz zu anachronistischen Gesellschaftsformen eine solche Unbequemlichkeit gelassen nachdenkend ertragen können. Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Biermanns und distanzieren uns von Versuchen, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen. Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel darüber gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken. Hermlin übergab die Resolution der französischen Nachrichtenagentur Agence France-Presse und der Führung der DDR. Unverzüglich hagelte es Sanktionen. Einzelne der Unterzeichner traten von der Resolution zurück, so Fritz Krämer und Volker Braun, der hinterher wieder eintrat, aber dann doch nicht, um zu richten. Die Mehrheit blieb hart, wurde unter Druck gesetzt und reiste alsbald in die Bundesrepublik aus. Jurek Becker, Hilmar Tate, Angelika Domröse, Sarah Kirsch, Günter Kunert, Manfred Krug und andere. Hermlin verfasste auf Bitten Honeckers und ohne Rücksprache mit den anderen Unterzeichnern einen Revers, in dem er im Konjunktiv bekannte, es könne ein Fehler gewesen sein, die Resolution in den Westen zu geben. Honecker änderte den Satz und formulierte im Indikativ, es war ein Fehler. Wie hatte Hermlin im Sonett nach Michael Drayton gereimt, was ich ganz scheine, dessen bin ich bar. Etwas ins Deutsche übersetzt, was ich zu sein scheine, bin ich gerade nicht. Oder wie Brecht sagte, auf mich könnt ihr euch nicht verlassen. Christa Wolf gegenüber hat er einmal, Hermlin, im Alter bekannt, dass dieser Vers vollkommen wahr sei. Was ich ganz scheine, dessen bin ich bar. Und hoffentlich, wenn alles andere von ihm vergessen sei, solle dieser Satz in Erinnerung bleiben. Diese Ambivalenz kennzeichnet den Dichter. Stefan Hermlin gab 1961 in einer Antwort an Günter Grass und Wolf-Dieter Schnurre dem Bau der Berliner Mauer seine original uneingeschränkte ernste Zustimmung. Doch verurteilte er 7 Jahre später, 1968, den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in Prag, wie uns Thomas Brasch berichtet hat. Obendrein ebnete Hermlin ein großes Verdienst, über Jahre hinweg jungen Schriftstellern in der DDR gegen manche Funktionäre in der SED den Weg und unterstützte ihr Vorankommen. Heiner Müller, Sarah Kirsch, Volker Braun, Wolfgang Hilbig und andere. Eine langjährige Freundschaft verband ihn schließlich, und so schließen wir den Bogen, mit Peter Huchel. Beide wurden 1952 auf Betreiben Bert Brechts in die Akademie der Künste aufgenommen und
Was wenig bekannt ist, Herr Nin schied aus Solidarität aus dem Beirat der Zeitschrift Sinn und Form aus, als deren Chefredakteur Huchel auf Betreiben der Betonköpfe in der Akademie und im SED-Apparat abgesetzt wurde. Wir hörten davon. Er ist aus dem Beirat dann ausgetreten und sagte, diesen Schritt verdamme ich, ich will mit der Zeitschrift nichts mehr zu tun haben. Doch dann trennten sich die Wege beider. Huchel und Hermlin warfen einander insgeheim Vertrauensbruch vor. Eitelkeit, Egoismus oder was auch immer mögen die Gründe gewesen sein. Erst nach Peter Huchels Weggang in die Bundesrepublik 1971, wir hörten davon, und dem Tode Huchels 1981 fand Hermlin ein Einsehen. Jetzt, da ich ihm ins Nichts nachschaue, finde ich keinen Rest des langen, sinnlosen Grolls in mir. Spät, aber nicht zu spät. Was bleibet, aber stiften die Dichter, lautet die Schlusszeile in Friedrich Hölderlins Poem Andenken. Was bleibet, aber stiften die Dichter. An Hölderlin, aber auch an Heinrich Heine und August von Platen hat Hermlin seine Sprache geschult und vervollkommnet. Hohe poetische Kraft. So konnte es gelingen, dass er, der zugleich Widerständige wie Angepasste, der revolutionäre Utopist wie Vermittler zwischen den Fronten, der Kommunist als auch bürgerliche Schriftsteller, der Hoffende wie zugleich Illusionist, in seinem eher kleinen lyrischen Werk Vollendung erreichte. Seine Erzählung halte ich für weniger bedeutend. Die Gedichte zählen. In ihnen wird das deutsche Miserere, wie es Brecht genannt hat, mithin das Schicksal dieses Landes unmittelbar evident. Wir hörten am Anfang davon. Daran hat Hermlin, der mehrsprachige Weltbürger, gelitten an Deutschland. In den Gedichten freilich gelingt die Symbiose von Leiden und eminentem sprachlichen Gestalten auf eindrucksvolle Weise. So sollen denn am Ende heute zwei Poeme stehen, die das bekunden, des Dichters poetischen Genius, seine Einsamkeit, aber auch sein Hoffen auf bessere Zeiten. Denkmal für einen Himmel. Blauer Rauch, Netz der Einsamkeit. Fast die Stille mich an und das wilde Horn eines Morgenrots dröhnte. Wann? Unergründliches Bild. Totes Geäst, darin ich mich verlor. Echoloser Vogelflang, Flug, der meinen Traum beschwor. Du wild einsamer Strand, den ich erschuf, endlos in schreiender Stille. Sei's Spur von Fuß oder Huf, ungeheures Gestad von Kentauren durcheilt, Türme am Horizont, schmerzliche Schiffe unbekannt, Sturm umwölkt und besonnt. O Versucher, du heiliger Stahl, Blauhimmel, ewig kalt, aus den Wäldern schwanktest du, wardst du in mir Wald. So war's, wenn du dich sanft verhingst, sprachlose Landschaft, Gesicht, ungeküsster Kuss, bewusstloses Bild, tödlich blaues Licht. Sprich nicht zu mir, ich vergehe in einem Baum im Gesträuch. Himmel ihr, zwischen Dämmerung und Nacht erwart ich euch. Die einen und die anderen. In Ebenen, die qualmten von Regen, im gelben Wüstenglast, in den Städten nächtlich, von der Musik der Trauer durchrast, standen sie bloßen Hauptes vorm Block an der Wand. Aber das Geheimnis der einen und anderen war nur ihnen bekannt. Die Türen des Sommers fallen mit fernen Gewittern zu. Sie kommen mit den Sternen, stehen als Schatten vor Bett und Truh. Mit Gesichtern banal wie das eine, das grad in der Menge schwand, verkünden ihr Ende, sie diesen und jenen, das Zukunftsland. Sie sind immer da, wie
wie der harte Blick des Himmels ist da, wie das Rauschen der Stille, das in Blut und Muschel geschah. Woher sie auch immer kommen, wohin sie auch immer gehen, sie sind da, bis die einen erliegen und die anderen im Lichte stehen. Da war einer im Dunkel. Die Städte rauschten vom Blut. Über die einen und anderen rollte die große Flut. Er war allein. Er wusste, wenn sich auch für mich kein Befreier fand, für die meinen kommt die Morgenröte und die anderen verzehrt der Brand. Unterm Dach der Donner geborgen, die Schläfe weiß von Zorn, schlagen sie an die Türen der Zukunft, stoßen die Zeiten nach vorn. Legte sich der Sturm auch in den Ebenen neben die Toten, wenn noch einer stand, wusste man, ihretwegen hat man sein Schicksal in der Hand. Weil die Gräser nach oben wachsen, weil die Ramme der Pflasterstein trifft, weil im Buch auf splittrigem Tische müd das Auge die Wahrheit umschifft, weil das Echo dem Ruf erwidert, weil der Halm nach der Sichel schreit, ist die Nacht für die einen nahe, der Tag für die anderen nicht weit. Sitzen die noch auf den Richterstühlen, stehen jene zwischen Angel und Tür der unentschiedenen Jahre. Für die schließt der Tag sich, für die anderen rufen die Hähne. Für alle fällt im Glas der Sand. Der ist von den einen Ende, von den anderen Anfang genannt. Wir danken Ihnen. Kostbare Augenblicke. Kostbare Augenblicke. Ich habe ab und zu mich umgeschaut, in ihre Gesichter geschaut. Auch Ergriffenheit. Und vor allem hat dieser Abend ja wieder einmal gezeigt, wir stehen auf dem Boden der Dichter und Dichterinnen, die uns erklären, dass wir uns ja schon einmal abgerieben haben an einer Idee. Abgerieben haben und Erfahrungen mitzunehmen haben, die wir nicht vergessen dürfen. Für diese kostbaren Augenblicke, der Beifall hat es gezeigt und ich glaube auch, alles steht in den Gesichtern hier, danke ich von ganzem Herzen. Liebe Franziska, lieber Lutz. Ja, ich hoffe, dass wir uns am 3. September vielleicht wiedersehen beim Literarischen Salon der Friedrich-Ebert-Stiftung hier im Sonnenhof oder im Sommerhof des Hauses Dacheröden oder auch drin, je nach Wetter. Wir hoffen auf den Gott der Inzidenzien und des Wetters, dass wir das alles machen können. Und wir werden das fortsetzen, dieses intensive Beschäftigen mit den Dichterinnen und Dichtern einer Zeit. Und jetzt ist es Zeit für das Gespräch, für das Raisonnement, wie es im Vokabular der Salons heißt. Und es ist Zeit, um mit Peter Huchel zu sprechen, Gespräche wie Bäume zu pflanzen. Einen schönen Abend.